Hey Leute, was geht und willkommen zurück zu Let's Play 2170. Und jo, Luca ist wieder am Start. Was geht ab, Luca? Peace. Und hier ist schon eine spannende Verfolgungsjagd auch am Start, ne? Guck mal rein hier, Luca wird angegriffen von diesem... Ja, wurde eigentlich ein Kriegsschiff. Ist leider zu keinem kommt zu sortieren, deswegen ist er glaube ich random einfach nur gespawnt. Jedenfalls ist der Antrieb beschädigt, deswegen ist es ziemlich lame. Weil langsam. Ich lame. Lahm. Lahm, lame, ne. Und deswegen kannst du mal zu eskortieren, das Schiff nicht mehr verfolgen. So, den Kampf habe ich zumindest schon mal gewonnen. Skiller. Jetzt muss ich noch den Kampf gegen die Schulden gewinnen. Das ist natürlich die perfekte Einladung für die heutige Folge. Und ja, willkommen zurück. Es ist immer noch der gleiche Tag, das heißt, wir sind noch nicht komplett wieder raus. Wir wissen noch, was wir hier tun. Es ist zwar nicht mehr für so lange Zeit, aber wir wissen, was wir tun. Ist noch bei Sinn. Und ich glaube, mein Schiff ist auch gerade angekommen in Megatron. Wo ich dann direkt mal gleich mit... Ja, was geht? Drück mal gleich. Hä? So. Verwirrt bist. Mit der Ölförderung anfangen werde. Und wir sehen hier schon, der Totschenbüch hat schon eine dicke Armee aufgebaut. Im Wasser sowie in der Luft. Und da müssen wir uns früher oder später in Acht nehmen, denn ich denke... Ja, die KI oder beide KIs sind nicht die friedlichsten. Der Ölbaron ist ziemlich angepisst, wenn man selber Öl fördert und nicht bei ihm einkauft. Und nun ja, das ist irgendwo logisch, dass man nicht wirklich bei ihm einkauft. Und daher wird auch früher oder später mit einem Ultimatum um die Ecke kommen. So, was geht ab hier? Machen wir mal dies erst. Sonst Krieg und so. Und der Thor Schrinbeck, der macht einfach random Krieg, weil er gerade Lust dazu hat. Ja. Aber ja, davon wollen wir uns nicht einschüchtern lassen, denn unsere Allianz ist natürlich auch krass gut drauf. Und Luca, ich sehe schon, du bist auf dem besten Weg ins nächste Age, oder? Ja, ich könnte sogar schon ins nächste Age jetzt. Oh, Luca. Mhm. Das hört sich natürlich wirklich traumhaft an hier bei dem lieben Luca, und ich, man sieht, ich errichte gerade hier meine ersten Ölbohrer. Verschlechterung der Ökobilanz. Und ja, wie der Name schon sagt, sie bohren nach Öl. Ach, wirklich? Boah, und Ölbohrer bohren nach Öl, das ist nur, um mich zu provozieren. Und ja, dann werde ich direkt mal auch gleich, ich könnte mal ein Handelsschiff bauen. Ich weiß in dieser Situation nicht mehr weiter. Können Sie mir helfen? Was? Nö, verpiss dich. Nein, ich will kündigen, so. Und ich hab mir solche Hoffnung, ja, ist mir jetzt auch egal. Das Böse ist nur, dass die Übora mega ineffektiv sind. Man sieht schon, die haben noch keinen einzigen Tropfen Öl gefördert, und deshalb muss man krass viele von denen machen, und die sind relativ teuer auch, also von Rohstoffen, Baumaterialien her. Achtung, das ist immer das Blöde. Stillstand. Und irgendwie habe ich so ein kleines logistisches Problem mit meinen scheißblöden Warentransporten. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Die wollen meine Werkzeuge abholen, obwohl mein Lager nicht hundertprozentig voll ist. Komisch. Luca, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich würde sagen, es läuft ganz gut im Moment wieder. Das hört sich schön an. Was bist du gerade am machen? Ich versuche gerade meine Ökobilanz wieder zu verbessern. Oh. Ja, sonst werden ja Leute immer unzufrieden, ne? Ist auch nicht so unbedingt toll. Fahrzeug fertiggestellt. Perfekt, mein Frachtschiff ist schon fertig. Feuer entdeckt. Oh, Feuer, Feuer. Ökobilanz. Werte steigen. Wo ist... Ah, hier ist es vorher. Ja, es gibt immer so eine kleine Katastrophe hier, um die Spieler... auf Trab zu halten. Es gibt halt Feuer,
Seuchen und Verbrechen. Und dementsprechend müssen wir halt handeln und ja, ne? Feuergefahr eliminieren. Ja, Feuerwachen bauen. Krankenhäuser und Polizei meine ich, ne? Ja. Das ist korrekt. So, ich werde nochmal hier schön kommen. Meine Kunststofffabriken. Obwohl. Ja, was soll's. Ich hätte auch auf meiner Insel die die Endfertigung machen können, aber. Ich mache mal alles hier ein bisschen Auslagerung meiner Produktionsabläufe. Spart natürlich Platz. Das ist ganz gut. So, ich werde mal ein bisschen. Ja, ich brauche nochmal Beton und Werkzeuge. Komm, baust du mir auch noch mit. Wer hat, der hat. Oh, du hast schon ein schönes Bildungscluster. Toll aus, ne? Ich habe ja schöne Wahrheitsministerium. Neben den beiden Casinos hier. Stadt, ne? Ja, heftig, heftig. Und ich glaube, ich bin aber schon angekommen an meiner Stadtgrenze, weil da gleich schon. Ich werde ein bisschen hier so ganz blöd vom Fluss abgeschnitten. Da ist auch so ein blöder Berg und dann schon wieder Ende auf meiner Insel. Also ich habe echt schon das gesamte Potenzial hier fast schon ausgeschöpft. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber naja. Oh, ich sollte vielleicht eine Straße bauen, ich Idiot. Du, das wäre vielleicht ganz gut. Sind da Leute unzufrieden, weil ich meine Straßen hast? Nee, meine Fischereien. Die sind halt bis eben ohne Straßenanbindung gewesen. Das ist nicht das Beste. Das kann ich mir vorstellen. Oder? Ja, so ein Pro Voligo, dem passiert es halt nicht, aber ich bin ja halt noch nicht so routiniert, von daher bitte verzeihe meinen groben Fehler. Also ich habe schon eine Ökbilanz von minus 204. Da wäre ich aber ganz böse, ich erkläre gleich einen Krieg, Junge. Ja, okay, dann komm ran. Na, okay, doch nicht. Komm mal ran, Junge. Aber im nächsten Age habe ich dann auch ganz fünf die Technologie. Dann habe ich erstens Atomkraftwerke, dann kann ich schon mal diese sehr umweltschädlichen Kohlekraftwerke abstellen und mit der gewonnenen Energie kann ich auch noch ja die ganzen Ökobilanzverbesserungsgebäude in Gang setzen und dann werde ich auch hier zum Aktivist natürlich. Was mich interessieren würde, du hast eben von Katastrophen so ausgesprochen. Ja. Ist es auch möglich, dass deine netten Atomkraftwerke hochgehen? Ja, es gibt auch einen Super-GAU. Es können auch Orkane in den Sektor kommen und die zerstören einfach unsere ganze Insel. Das ist eben auch unterhaltsam. Ja, ganz lustig. Oder halt auch nicht. Vor allem, wenn man. Ich weiß nicht, ob ihr euch das fürs Let's Play so wünschen würdet. Naja. Solange eigentlich. Es wäre ja lustig, wenn es beide trifft, weil wir dann einfach normal anfangen müssten, aber. Nein, das jetzt nicht, aber der kann halt, wenn der jetzt einmal durch deine, ich sag mal, empfindlichen Teil deiner Insel fegt. Du hast schon nicht so viel Geld und. Ah ja, wie kommst du denn darauf? Und der würde einmal durch deine Innenstadt hier fegen bei deinen Häusern und du hättest ein permanentes Minus von 500, dann ist blöd. Nehme. Ja, das ganz Dumme ist nur, was richtig beschissen ist, wenn der meine Atomkraftwerke treffen würde. Weil ein Atomkraftwerk produziert 500 Energie. Und ich verlasse mich auf die Dinger so, ne, dass die halt arbeiten. Und angenommen, ich habe zwei von denen, also 1000 Energie und ich habe 100 Energie, also ich hier immer so als Überschuss. Und dann gehen die beide kaputt, dann habe ich, oder auch nur eins, dann habe ich halt einen Energiemüll von 400. Und dann brennt das Ding ja und ich muss es löschen. Aber diese Feuerwachen funktionieren nur, wenn Strom vorhanden ist. Das heißt, ich kann es nicht löschen und ich kriege auch keinen Strom. Und, dann wäre ich relativ stark am Arsch, weil wenn man es nicht löschen kann, dann kommt es zu Kernschmelze oder so und dann habe ich da halt einen beschädigten Reaktor. Das war eine große Dummheit von ja, hier, der Ölbohrer ist böse auf mich, weil ich halt Ölbohrer mache. Das heißt, eventuell wird er mir gleich den Krieg erklären. Also jetzt nicht gleich, aber in der nächsten Zeit eventuell.
Und ja, was auch immer lustig ist, ich könnte jetzt einfach später eine Atombombe auf der Innenstadt schmeißen und dann ist da so ein schöner Krater und dann kannst du nichts mehr machen, weil der Sprengrad ist gar nicht so krass, der ist höchstens so groß. Aber ich meine, der Krater bleibt für immer, das heißt, ich könnte deine Stadt halt so auf Langzeitschäden aus hin bombardieren und dich dann systematisch vernichten, Luca. Hört sich das nicht gut an? Ja, hört sich wundervoll an. Ja. Dann ist gut. So, ich habe schon mal ordentlich was an die Ölbohrer investiert. Das müsste ja noch mal langsam Früchte tragen, dieses Projekt. Ich mache mal noch mal eine dritte Kunststofffabrik. So. Dann sollten die eigentlich durchaus genug haben. Da läuft doch. Dann mache ich hier noch schnell die Handelsroute. Hier laden wir... oh, das ist falsch. Nicht zu Bainesville. Hier wollen wir hin, zum Megatron. Kunststoffe wollen wir einladen. Hier wollen wir es ausladen. Und das Schiff ist die Topaz. Läuft. Weiß. Ja, bei mir funktioniert gerade auch eigentlich alles ganz gut. Ich habe wieder eine einigermaßen, oder ich würde sagen, ein einigermaßen stimmiges Einkommen. Vor allem wie viel denn? Plus 500. Oh, da bin ich auch gerade unterwegs. Das hört sich ja sehr konkurrenzfähig an. Also da muss ich mal wieder eine Atombombe schmeißen. Mindestens. Mindestens eine. Eine kleine. Komm. Komm. Sollen wir vielleicht aus dem Kinderkrams rausgehen mal mit dem ganzen um sich werfen mit irgendwelchen hochexplosiven Sprengwaffen. Ach. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Ein kleines Wettrüsten ist auch mal lustig, ne? Kann ich eigentlich, ich meine, ich kann keine Atombomben machen. Nein. Du kannst, ja, du kannst dich ja dagegen verteidigen mit ja, Schutzschildern. Ich habe keine mega krasse Zerstörungswaffe, ne? Nein, du hast keine Offensivkräfte, nein. Du hast, bist halt ein Echo, du bist halt, Wenn ich so ein Eco-Bio-Typ bin, warum kann ich keine Biowaffen bauen? Ja gut, ne, das wäre halt, ja, damit würdest du die Umweltzeit zerstören, das wäre gegen deine Grundprinzipien, Uga. Ja, aber nur die Umwelt von anderen, nicht mehr eigentlich. Ja, aber die Welt ist ja dein Zuhause, das musst du halt so betrachten, ne? Aber wenn jemand mich mit Atombomben abwirft, dann knipse ich einfach mal ein schönes Schildchen hier an und dann war's das, oder wie? Was? Ja. Ich kann nur Schilde bauen, meinst du eben noch? Ja, ach so, ja. Ne? Solange du nicht pleite gehst, passt es doch eh. Oder? Ach man, warum funktioniert das Ding hier nicht so, wie ich will? Jetzt. Jetzt könnte ich auch gleich schon agen, wenn ich noch Getränke hätte. Fuck. Egal. Ihr müsst eigentlich gleich auch mit der Zeit reinkommen. Du bist noch nicht im dritten Age, ne? Nee. Was fehlt dir denn noch? Ich versuche erstmal meine Wirtschaft zu stabilisieren. Das heißt? Ja, stabilisieren im Sinne von, ich würde gerne etwas mehr Geld bekommen wieder. Noch mehr als 500? Nein, ich meine, ich hätte gerne ein stabiles Budget erstmal wieder. Achso. Mehr als 3.000, 4.000. Ich habe im Moment 34.000. Siehst du, deswegen. Ja. So, meine Bauzellenfabrik ist eingeschlafen, weil ich kein Wachstum mehr habe. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber ich wollte ja eh auf Qualität statt Quantität gehen. So. Mach ich den mal weg. Läuft doch. Mein Chat ist auch schon ganz gut hier mit dabei.
fuck, das ist natürlich blöd, die jetzt hinzubauen. Wie sieht's bei dir aus, Luca? Auch im Moment ganz okay. Ich würde ja jetzt gerne auch gleich mal irgendwann agen, aber... Aber? Aber ich weiß noch, ich brauche jetzt erstmal, ich darf meine Steuern noch nicht erhöhen. Ja, ja, du brauchst auch komplett grüne Steuern, wenn du agen willst. Deswegen. Deswegen, ich kann meine Steuern auch im Moment noch nicht erhöhen, deswegen... Age auch nicht. Einige sind schon weg. Hm. Und ich mach auch bald den Abflug. So. Okay, dann los, Leute. Aged up. Warum habe ich keinen Lifestyle? Was soll die Scheiße? Ach, es kommt erst noch. Keine Ahnung. Warnung. Kein Style und so. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Okay, damit kennst du dich aus, ne? Ey. Scanne unbekannte Küste. Nicht frech werden hier, ne? Mhm. So, perfekt. Ah, diese ganzen schönen grünen Pfeile. Sehr schön. Dieses Jahr gibt's für alle eine Prämie. Kam in den Nachrichten. Das wird wieder tausende Arbeiter. Was? Abwanderung? Ach, der wundert direkt in der Lücke. Was ist das denn für eine Scheiße? Komm. Ein paar Leute mögen gerne die Insel doch nicht ganz so gerne. Ja, die leben so ein bisschen, Nirvana. Und da sind ja nicht so glücklich drüber, ne? Okay, ich brauche als nächstes eine... habe hier schon eine Uraninsel. Perfekt. Wofür brauche ich die denn wohl? Jetzt mache ich mir Sorgen. Tja. Kann ich das hier noch dran bauen? Ja, perfekt. Chillig. Neue Insel geortet. Läuft bei mir. Obwohl. Ich finde, manche Inseln sehen echt ziemlich schön aus. Mhm. Manche jetzt nicht, aber manche schon. Ich meine, es ist die hübscheste, aber... Ja, ja, klar. Also abgesehen davon gibt es auch die eine oder andere ganz akzeptable Stadt. Insel vielmehr. Also... Ich weiß nicht, ich... Wie lang schätzt du einfach für das Projekt so ungefähr gehen? Puh, keine Ahnung, ich habe mir diesmal vergessen, Timer zu stellen für die Runde. Machen wir so Pi mal Daumen, könnte wieder eine etwas längere Folge werden, aber naja, ne? Ich glaube, da werdet ihr auch nicht unbedingt drum meckern. Doch alle werden sich beschweren, diese Spastis. Können sie es nur antun. Oder auch nicht. Ich kann nochmal von diesem Scheiß die ganze Zeit sehen, ne? Komm. Bei ihnen hat man wirklich den Eindruck, als lägen ihnen die Leute am Herzen. So, ich denke, ich bin auch gleich so weit, dass ich agen kann. Und dann bin ich bei den Ingenieuren und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ach, ich glaube, ich weiß, wie es weitergeht. Echt? Ich habe eine kleine Planänderung für mich selber im Kopf vorgenommen. Registriere demografische Veränderungen. Das hört sich nicht gut an für mich. Oh, ich habe Ingenieure. Ah, das hört sich erst recht nicht gut an für mich. Was? Atomkraft? Was ist das denn? Ja, ich habe Ingenieure und das heißt für mich, ich kann ganz viele tolle neue Sachen bauen, unter anderem Stahl. Ganz, ganz toll, ganz interessant so. Und es wird direkt mal hier in mein Stahlwerk machen und ja, ich muss einfach Eisen schmelzen. Das ist relativ einfach, aber ziemlich aufwendig, weil ich halt alle meine Minenplätze dafür opfern muss und das ist ein bisschen blöd immer bei den Tycoons. Aber ich guck mal, wie das hier so läuft. Guck, meine ganze Stadt ist grün. Also von Pfeilen her. Meine Frau hat endlich auch einen Job gefunden. Jetzt wird alles leichter. Ich mache gerade noch ein bisschen manuell, weil ich die halt schön in diesem Bereich haben will, damit die auch alle später zu Ingenieuren kommen werden. Und dass sie nicht hier hinten aufsteigen, weil da bringen sie mir
sehr wenig. Deshalb macht hier noch hier schön von Hand gezüchtet. Und jetzt mache ich in den Stadtkern natürlich bei den reichen Wohnungen schön die Dinger hin. Und ja, die Upgrade-Kosten sind relativ hoch. Deshalb welche ich noch hier machen, immer schön bei diesem Fernsehsender das Programm wählen, also das normale. Hier kriegen wir ja logisch mehr Geld. Und hier ist halt steht halt die Upgrade-Kosten für jedes Haus. Ich muss ja hier immer ein Werkzeug bezahlen und da sind es glaube ich bei denen 2 Werkzeuge und 3 Beton schon relativ viel und deshalb würde ich die gerne senken lassen. Und außerdem ist dann noch die Zuwachsdauer. Für den Auftrag aus dem Protokoll der Einsatzbesprechung. Sehr schön. Wir selektieren mal unsere Arche und erwarten uns die Baupläne von SAT und gucken wir uns mal. Läuft bei uns, ja. Ich habe gerade für 10.000 Credits die SAT Gebäude gekauft. Das heißt, ich kann nun Laboranten ansiedeln. Ich habe mir einen Trimaran bauen lassen, den ich auch jetzt hier direkt für 5.000 halt die Fresse. 5.000. Nein, ich rede mit meinem scheiß Beraterin. Mega nervig. Und yeah, boo. Man kann sehen, das ist ein U-Boot. Oh mein Gott, wir können unter Wasser gehen. Whee. Ja, das macht Spaß. Und ja, wir können schon sehen, hier solchen Unterwasserplateaus, hier gibt es Ölvorkommen und dann werden wir direkt mal gleich die Tiefsee ein wenig erkunden, um dann da, das sieht ganz gut aus hier, fahre ich mal direkt hin, um dann da so abtauchen, zack, uns schön eine Unterwassersiedlung zu bilden. Und ja, wofür brauchen wir das? Wir können ja sehen in dem Menü, wir können ja Ölplattformen errichten, die sind mega lustig und auch sehr effektiv, aber halt auch teuer. Wir können Diamanten abbauen, Mangan, Seealgen können wir anbauen und das werde ich mich direkt gleich widmen, wenn ich hier noch ein paar mehr Aufträge. Ne, ich bin nicht so der Auftragstyp. Ja, Luke, wie ist es bei dir? Hast du auch schon? Ach, Luke hat auch schon, ja. Ingenieure. Musst du mal hier dick verkünden. Ich bin jetzt im nächsten Age. Läuft bei dir. Insel geortet. Oh ja. So, was kann man hier haben? Oh. Ah, okay. Hier können wir abbauen Manganknollen und Algen. Ist ganz gut, es sind noch sehr viele Plätze für, hier schwimmen noch ein paar Quallen rum und Rochen. Ich kann mir den Trimaran noch gar nicht holen. Und zu wenig Geld? Konntest du denn die Baupläne leisten oder auch nicht? Die kann ich mir nicht leisten. Wie viel hast du gerade? Ich habe 8.000. Ja, ist wirklich ein bisschen blöd, ne? Ja. So. Wirklich den Eindruck, als ja, das die ist relativ frisch. Upgrade kosten, deshalb mache ich hier dieses Programm schließlich an. Dann wurde das. Ach, leck mich doch, dann ist natürlich jetzt wieder der Lifestyle im Arsch. Das geht doch gar nicht klar. Ja. Ich muss mal ein bisschen mehr hier. Nee, bist ich. Ja, ist ja gut. Ach. Wir haben zu wenig Ölraffinerien. Das ist natürlich ein Unding. Und wir brauchen mehr Energie. Und dann brauchen wir noch mehr Kunststofffabriken. Perfekt. Energieversorgung mangelhaft. So, das müsste auch mal jetzt langsam aber sich erreichen. Ja, meine Bilanz steigt gerade auch schon. Oh, auf wie viel denn? Ich bin jetzt bei plus 1000. Da bin ich auch im Moment. Ja. Und ja, Luca, beim COD ist wohl abgehakt, ne? Also alle, die gegen Luca gesetzt haben. Ja, wir haben gesagt 3 Folgen, ne? Ja, da kann auch eines kommen, wenn ich dich jetzt natürlich bekriege. Ja, wir haben es ja erst auf die Comms abgesehen. Ja, ich kann jetzt mir schön das schöne Schlachtschiff der Klasse
Kolossus, oder wie auch immer man das aussprechen möchte, Kolossus, bauen und die hauen schon ziemlich rein. 30 Stahl, 15 schwere Waffen, die ich mir gleich noch, ja, eine kleine Fabrik dazu oder ganz Industrie dazu erstellen muss. Ja, und du kann sich keine süße Schlauchbötchen machen. Aber naja, ich meine, wir können ja später auch noch, und natürlich, wir können auch diese schönen Flugzeuge hier machen, auch richtig dicke Bomber. Dafür brauchen wir aber Forscher, und das ist ja auch mal ein großer Vorteil der ganzen Ingenieure, wenn man halt die ganzen Technologien hat. Immer so leicht aus, aber versuchen Sie es mal selbst. Ach, ich bin ein bisschen... Können Sie eigentlich auch Lufteinheiten bauen? Nee, du kannst nur Schiffe bauen. Die Techs, die Laboranten und so, und Forscher, die können U-Boote und Flugzeuge bauen. Schade. Schade, schade. Ja, aber das ist ja fair. Bisschen unfair. Deshalb braucht man halt die Laboranten und so. So. Ich bin mir überlegen, ob ich jetzt... ob ich jetzt gleich hier direkt Uran abbauen lasse, weil ich hätte ganz gerne ein Atomkraftwerk. Aber versuchen Sie es mal selbst. Ich brauche im Moment jetzt gerade noch... muss ich noch ein Kohlekraftwerk machen. Weil auf die Schnelle kriege ich jetzt leider kein Atomkraftwerk mehr hin. Aber danach steige ich um auf halbwegs saubere Energie. Das ist ganz erfreulich, weil meine Ökobilanz echt im Arsch ist, minus 230. Das geht nicht mehr so klar. Sieht bei dir aus, Luca, mit Ökobilanz auch sehr stabil hier, bei ihm läuft. Das ist zumindest was, was mir gerade klappt. Ja. Ach verdammt, was ist denn hier los? Ich habe meinen kleinen Stopp an. Keinen Waren, einen großen Warenstopp. Sollte mal so ein Frachtlager errichten, da brauche ich natürlich Werkzeug. Oh, ich habe jemanden gefunden. Jana Rodriguez. Hallo. Die ist aber eher für Luca wichtig, weil die... Achtung, Produktionsstillstand. Nur Echo-Sachen verkauft, kaufen will. Luca, hast du schon diese Jana Rodriguez gefunden? Nein, leider nicht. Ja, die ist auch immer am Arsch der Map. Alles im Lot? Ja, ich würde sagen, wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich glaube, wir haben ein bisschen überzogen. Aber ja, wieder ein kleines Fazit nach der Folge. Was hast du heute geschafft? Was haben wir heute geschafft? Ja, wir sind, glaube ich, beide jetzt mal endlich geaged. Ja, auf jeden Fall. Und, Vincent... Guck schon die Siedlung an. Vincent bereitet schon seinen atomaren Erstschlag vor. Wer weiß, auch hier schön die, Smartphone... Ja, die Elektronikhersteller, auch nicht kleine süße Brücke. Alles hier sehr, sehr mediterran. Lukas Siedlung hier. Und meine große Megacity hier. Auch hier angrenzend am Fluss, aber ohne Brücke. Ja, meine Industrie liegt ein bisschen brach, weil ich gerade keine Nachfrage an Bauzellen habe. Aber da werden wir nochmal nachhaken. Und ich habe hier so ein kleines blödes logistisches Problem. Aber nun ja. Und ja, das soll es auch wieder gewesen sein von Anno. Und ja. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen. Es war chillig, mal wieder mit euch eine Folge aufzunehmen. Schaut wieder am Montag vorbei, wenn wir ein kleines Age-Let's Play oder wieder ein Commentary vom Turnier bringen. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Und ja, haut rein. Ciao. Ciao.